Und genauso wie bei der kleinen Trommel ist es bei den Tom-Toms, wenn man einen trockeneren Klang möchte, kann man das über die Fellspannung lösen. Und das ist auch das, was ich als erstes immer machen würde. Also vor allem bei Tom-Toms ist es ja so, dass wenn zum Beispiel eine Tom-Tom-Stelle kommt, die vielleicht von der Tontechnik übertragen werden muss, dann sind die Tontechniker immer froh drüber, wenn der Klang an sich nicht zu lange ist. Ja? Also wenn das eher trocken klingt und dann sozusagen die Klanglänge am Mischpult oder am Computer dann irgendwie ausgesteuert werden kann. Aber trotz allem ist es für mich als Schlagzeuger und vor allem als akustischer Schlagzeuger extrem wichtig, dass das Tom-Tom an sich schon mal schön klingt, dass es einen guten Klang gibt. Und dann gibt es halt jetzt die verschiedenen Stilrichtungen und gerade beim Tom-Tom kommt es auch darauf an, welche Fälle drauf sind. Also sind zum Beispiel, was selten ist, Naturfälle drauf. Oder sind es normale Plastikfälle, sind die bedeckt oder sind die dicker oder dünner oder sind es sogar solche Pinstripe-Fälle, also die zweilagig sind und sogar noch eine Ölschicht dazwischen haben. Die sind von vornherein eigentlich so ein bisschen gebaut, dass sie halt fetter und saftiger klingen. Das bedeutet, man erwartet eigentlich einen festen Anschlag und man möchte keinen besonders langen Nachklang haben. Ja? Dann kommt es gerade bei den Tom-Toms auch wieder darauf an, wie ist das Verhältnis zwischen Felddurchmesser, Kesseltiefe und auch Kesselstärke, um da einen guten Klang hinzubekommen. Und trotzdem würde ich von der Methode das Gleiche machen. Also ich beginne mit dem Resonanzfell und ziehe das mal auf ein Nullniveau, wo die Schrauben gerade eben nicht mehr greifen. Dann kann man hier nochmal zentrieren und man hat einfach keinen Ton mehr. Ne? Das ist wieder dieses Karton, was man vorher braucht. Und jetzt einfach so lange drehen, bis die Schraube wieder an dem Reif greift, ja, dass sie dran ist. Und dann würde ich mal versuchen, wie es jetzt schon klingt. Okay, das ist schon mal ein Klang. Der ist zwar noch nicht schön, vor allem ist der absolut unrein. Tom-Toms sind auch so Instrumente, die von Natur aus eigentlich eine Unschärfe haben. Ja? Die ursprünglichen chinesischen Tom-Toms, da waren richtig dicke Schinken von Fell drauf und die haben deshalb so viel Druck im Klang erzeugt, weil sie diese Unschärfe haben. Ja? In den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts ist versucht worden, Tom-Toms wirklich absolut zu stimmen und denen eine Tonhöhe zuzuweisen. Also es gibt Kompositionen, wo Tom-Toms in C, Fis, H und F vorgeschrieben sind, zum Beispiel. Ja. Dafür eignen sich aber wiederum eher Tom-Toms, die kein Resonanzfell haben, weil man dann halt nicht zwei Töne stimmen muss, ja, sondern es muss einfach nur das Schlagfell auf diesen gewissen Ton gestimmt werden, ähnlich wie bei den Pauken. Wenn man jetzt aber zwei Fälle hat und die auch möchte, weil dadurch die Resonanz sich vergrößert, kann man versuchen, das Schlagfell und das Resonanzfell auf einen korrelierenden Ton zu stimmen, ne, dass die beide sich gegenseitig beeinflussen und dadurch einen langen Ton erzeugt werden. Im Jazz, also das ist zum Beispiel was man im klassischen Bereich durchaus machen kann bei Setup-Stücken. Wenn man das möchte, kann man versuchen, dass beide Fälle etwa auf der gleichen Tonhöhe sind, damit ein möglichst langer, warmer, weicher Klang entsteht. Wenn man das nicht möchte, dann kann man das Resonanzfell wieder deutlich tiefer stimmen. Dadurch ergibt es natürlich auch ein tieferer Klang, aber eben auch ein kürzerer Klang. Wenn man jetzt aber ein weiches Schlagfell haben möchte, möchte aber, dass der Ton länger klingt, dann muss man das Resonanzfell etwas höher stimmen. Ich zum Beispiel bei gewisser Jazzmusik ist das eine Art und Weise, wie man die Tom-Toms stimmen kann. Ne? Dass man einen weichen Anschlag hat, aber dass trotzdem der Ton lange nachklingt. Okay, ich versuche jetzt mal einfach wieder so ein fundamentales Nullniveau herzustellen. Bei Tom-Toms ist es übrigens ein bisschen wichtiger noch als bei kleiner Trommel und bei großer Trommel, dass die Schrauben miteinander korrelieren. Und hier hört man auch ein bisschen besser, ob die Spannung unterschiedlich oder gleich ist. Okay, dann versuchen wir jetzt mal hier gleich ein bisschen fester zu drehen. Zwar auf beiden Seiten wieder. Jetzt gehe ich da ein bisschen runter. Das war zu viel.
immer ziemlich nah beieinander, aber das Fell an sich ist natürlich jetzt schon ziemlich hoch geworden dadurch, ja, dass wir versucht haben, einen Ton herauszufiltern. Und jetzt mache ich mal dieses Schlagfell. Das klingt noch ein bisschen zu matschig jetzt für diese Größe. Ich drehe es trotzdem einmal auf Nullniveau runter, nur um es neu auszurichten. Jetzt haben wir wieder diesen Klang, der uns nichts nützt. Ne? Wir brauchen also wieder dieses Nullniveau, wo die Schrauben gerade so greifen und alle Falten ausgeglichen sind am Fell. Und wie gesagt, diese Pinstripe, die leben jetzt ein bisschen davon, dass sie halt fett klingen sollen. Deshalb, da würde ich jetzt die Spannung gar nicht so stark hochziehen. Ja, wir können aber trotzdem mal versuchen, ein bisschen auszugleichen. Je kleiner das Fell, desto mehr macht sich halt so eine kleine Bewegung dann auch schon bemerkbar. Ja? Wenn ich jetzt dieses Tom-Tom mal wieder hinhänge und dann einmal drauf spiele, mal schauen, was da jetzt für ein Klang rauskommt. Also total gut in sich gestimmt, eigentlich einen fetten Sound auf dem Schlagfell und das Resonanzfell trägt den Ton noch weiter. Ja? Das wäre jetzt für so ein Tom-Tom zum Beispiel optimal. Guten Punch durch das Pinstripe. Recht tiefer Klang, aber eben lange ausgedehnt durch das Resonanzfell. Ja? Und genau das gleiche würde ich jetzt beim Standtom oder bei dem größeren Tom-Tom auch machen, nur dass der Klang da natürlich noch ein bisschen fetter sein soll, weil es eben ein größerer Kessel ist. Ja? Wenn ihr wollt, wäre das jetzt zum Beispiel so ein Zeitpunkt, auch das Video zu enden. Ja? Weil das ist jetzt im Prinzip das gleiche, aber ich mache es trotzdem, ja? für das Fernsehen. Also ich nehme es wieder ab, ich check das Resonanzfell, fahre wieder auf Nullniveau überall. Das heißt, ich entspanne das Fell total. Vielleicht machen wir hier jetzt mal so eine Version, wie sie beim Drumset ganz gut wäre. Also richtig fetter Klang, der praktisch keinen Nachklang hat. Und zwar ohne, dass wir jetzt gleich Dämpfer dazu nehmen oder Moondale oder sowas. Ja? Sondern dass es erstmal nur über die Stimmung gelöst wird. Was dann für den klassischen Bereich wahrscheinlich ein bisschen zu trocken und zu fett wäre. Das ist das Null, also nee, das ist unter Null. Man hört, dass das Fell jetzt gar keine Spannung hat. Und jetzt mache ich es wieder so, dass die gerade greifen. Und wenn ich eben einen möglichst tiefen, trockenen Klang möchte, dann darf das Fell hier unten nicht besonders schwingen. Das heißt, es darf jetzt eigentlich keine besonders starke Spannung sein. Ja? Und es ist ja dafür zuständig, dass der Ton tief bleibt. Man hört auch ein bisschen bei dem hohen Tom, dass nach dem Anschlagsgeräusch das Resonanzfell dafür sorgt, der Ton bleibt da, aber es geht auch ein bisschen in die Höhe vom Klang. Ja? So. Und da hört man jetzt also allein das Fell macht schon diesen Bogen nach unten und hört dann eigentlich auch zu schwingen und so. Ja? Wir machen das experimentell jetzt einfach mal so, dass wir das mal lassen. Eigentlich flattert es noch ein bisschen zu sehr, aber vielleicht ist es ja genau die richtige Stimmung für die Größe des Tom-Toms und für den Klang, den wir jetzt erzeugen wollen. Jetzt dämpfe ich mal das Resonanzfell. Das ist jetzt noch nicht besonders gut ausgeglichen. Ich fasse eben nochmal wieder runter auf Null, ne, oder auf unter Null, sodass die Schrauben gar nicht mehr greifen. Immer schön über Kreuz. Das ist halt wichtig, damit das Spannungsverhältnis ausgewogen bleibt. Ja? Und wenn ihr merkt, ein Trommelfell oder auch ein großes Trommelfell ist viel zu krass gespannt, dann dürft ihr nicht auf einem Schraubenpaar komplett auf Null gehen und die anderen auf dieser krassen Spannung lassen, sondern dann müsst ihr möglichst versuchen, gleichmäßig zu entspannen. Genauso wie wir jetzt gleich versuchen werden, gleichmäßig zu spannen wieder. Ja? Also wir haben hier das Nullniveau, die Schrauben sind komplett frei. Ich kann nochmal in die Mitte drücken auch. Ja? Okay, das wäre jetzt so ein nicht besonders resonierender, trockener Kartonklang. Und jetzt mache ich es wieder so, dass die Schrauben gerade greifen.
wenn ihr das mit euren eigenen Tom-Toms macht, ja, dann entwickelt ihr sehr schnell ein Gespür dafür. Und wie gesagt, ihr merkt dann auch ziemlich früh, okay, das Fell ist zu alt, damit kann ich jetzt nichts mehr machen. So, ja. Habe ich die aus? Ah, die habe ich nicht. Mal kurz checken, ob die auch alle gerade greifen jetzt. Praktisch kein Druck drauf ist, ja, also nicht zu sehr anziehen. Das ist ein schöner, fetter, total trockener Sound eigentlich, ja. Das heißt, wir haben jetzt auf dem Schlagfell ein ziemlich niedriges Nullniveau und auf dem Resonanzfell auch. Der Ton ist also nicht lange. Wenn ich den jetzt verlängern möchte, kann ich sowohl das Schlagfell erhöhen als auch das Resonanzfeld und dann trägt der Ton länger. Ich kann aber auch erstmal versuchen, nur das Resonanzfeld zu erhöhen, damit der Anschlag weitergetragen wird. Es darf dann nicht zu weit weg sein vom Anschlagsgeräusch. Und wenn ich überhaupt einfach einen singenderen Ton möchte, also nicht so den fetten, kann ich beide Fälle ein bisschen erhöhen. Ich würde nur, wenn das der Fall wäre, wahrscheinlich auch ein anderes Fell benutzen als diese Pinstripe-Fälle. So, ihr seht, es ist sehr viel Individualität dabei, wie man seine Trommel stimmen möchte. Also einerseits von der Person, die spielt, aber andererseits auch, welches Instrument man vor sich hat, welche Materialien verwendet werden, wie viele Schrauben überhaupt dran sind, also wie hoch kann die Stimmung, die Spannung überhaupt getrieben werden, welche Fälle sind in Verwendung, welchen Umfang haben die Instrumente. Und dann kommt natürlich noch der musikalische Kontext dazu, also was will ich eigentlich damit erreichen. Ja? Mit der Stimmung, wie ich jetzt dieses große Tom-Tom eingestellt habe, würde ich nicht West Side Story spielen, das ist zu fett. Oder ein klassisches Setup-Stück, das ist eigentlich zu trocken dann. Ja? Umgedreht aber, wenn ich ein Musical spiele, und ich habe das Tom-Tom eingestellt wie dieses hohe Tom-Tom, dann könnte das für die Tontechnik schwierig zu übertragen sein, weil es so viel und langen Eigenklang hat. Also es kommt immer auf den musikalischen Kontext auch an. Und ich empfehle euch, dass ihr jetzt eine ganze Zeit lang, mal die nächsten 4 Wochen, immer wieder irgendwelche Plastikfell-Trommeln oder diese große Trommel mit Naturfell entspannt und selber neu spannt, um herauszufinden, was muss ich tun, damit ein Klang herauskommt, den ich mir vorher vorstelle. Und dadurch entwickelt ihr ein eigenes Fingerspitzengefühl für die verschiedenen Spannungen und Stimmungen bei den unterschiedlichen Trommeln. Viel Spaß damit!